Ja, da sind wir wieder. Und es geht weiter im Reigen des Rückhörs mit den Midnight Tales. Da kam einiges raus. Und zwar fangen wir an mit der Folge 67. Tief in den nördlichen Wäldern bei Contendo. Natürlich eine Geschichte von Christoph Sobol. Und gleich vorweg, das ist was ganz Feines. Und zwar rein von der Idee her schon mal. Das ist so eine Art... das erzähle ich jetzt noch nicht. Also es geht um ein Bruder-Schwester-Paar. Eigentlich geht es erstmal nur um die Schwester, die mit psychischen Problemen zu kämpfen hat und in Therapie ist und schon sehr lange mit sich ringt, etwas aus ihrer Vergangenheit bewältigen zu können. Ja, wie man sich denken kann, sie wird dann damit auch ziemlich direkt konfrontiert und kehrt dann mit ihrem Bruder zurück in das elterliche Haus, das eben, ja, wie es der Titel schon sagt, in den Wäldern liegt, so mitten im Nirgendwo. Und da ahnt man schon, ja, das hat sowas Hänsel- und Greteliges, weil da auch immer mal eine, ja, wie viel verrät man, eine Art Hexengestalt herumspukt, aber das eben vielleicht doch eher im Kopf der Hauptfigur. Und darum geht es letztlich. Also um die Frage, was ist damals passiert? Was hat das aus diesen Figuren, die da agieren, gemacht? Und ja, die große Frage steht im Raum, ist da wirklich etwas Übernatürliches oder nicht? Und das ist tatsächlich rein von der Art her erstmal, wie das erzählt wird, wie da lange Zeit mit dem Hörer gespielt wird und eben nicht verraten wird, was Phase ist, sondern vieles im Dunkeln gelassen wird, ist das ganz fantastisch erstmal, wie das gemacht ist, wie das gespielt wird natürlich auch und wie die Atmosphäre ist. Das kann Contendo, das machen die Darsteller auch sehr gut und also das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Am Ende fand ich, geht dem Ganzen dadurch, dass es dann konkreter wird und ja, die Geschichte dann doch rund ist jetzt das Falsche. Also das konkrete, ich sag mal, bleib mal dabei, konkrete Züge annimmt, fand ich das dann nicht mehr so gut wie am Anfang, aber es ist trotzdem eine ziemlich, fand ich, herausragende Folge tatsächlich bei den Midnight Tales. Eine tolle, originelle Idee wieder, super umgesetzt und das solltet ihr euch dringend gönnen. Ja, würde ich mich voll innerlich anschließen, vollkommen richtig, fand es auch total spannend und tatsächlich ist das Ende mir auch ein bisschen zu konkret. Da hätte ich mir auch im Sinne des Anfangs ein bisschen was in der Richtung eher gewünscht, dass man also so ein bisschen im Mysteriöseren bleibt. Ja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, aber auch reine Geschmackssache. Es gibt wahrscheinlich genug, die sagen, ich will aber Happy End und oder beziehungsweise ein End. Muss ja nicht happy sein, aber zumindest sollte das ganze Ding rund werden und rund ist es tatsächlich. Aber also für meinen Begriff hätte es nicht so rund sein müssen. Ja. Jetzt darfst du alleine. Und dann gab es noch die Träume im Hexenhaus. Das ist Folge 68 und 69, gleich im Doppelpack, Teil 1 und Teil 2, auch wieder bei Contendo. Und die Geschichte ist ja, wir kennen es ja noch vom Gruselkabinett, glaube ich, oder? Ja, da ist es doch umgesetzt zumindest worden. Da auch, ja. Von Howard Phillips Lovecraft. Ja, so rein von der Geschichte her erinnert man sich vielleicht noch so ein bisschen. Es geht um, wobei ich jetzt nicht weiß, wie originalgetreu das Ganze ist, wie nah man da dran ist und wie weit man sich entfernt hat. Dafür kenne ich die Vorlage auch einfach nicht. Auf jeden Fall geht es um einen Studenten, der in einem Haus wohnt. Mit diesem Haus hat es etwas Besonderes auf sich. Er wird von Albträumen heimgesucht, die sich um merkwürdige Dinge drehen, nämlich um, jetzt nicht Zahlenmystik, Architekturmystik, weiß nicht, wie man das jetzt nennt, in dem eben auch ja so eine Hexengestalt herumspukt. Und ja, es wird dann eben herausgefunden im Verbund mit einer Mitstudentin und einem weiteren Bewohner in diesem Wohnheim, dass es da etwas tatsächlich in der Vergangenheit gab mit diesem Haus, das zusammenhängt, wo eben eine Hexe gewohnt haben soll, der Prozess gemacht wurde. Und ja, und so nimmt das Ganze halt immer drängendere Züge an. Der Walter Gilman neigt dann auch auf einmal zum Schlafwandeln. Und dann werden halt diese Bilder immer imposanter, die er da im Schlaf sieht. Und dann passiert eben nicht nur was in seinen Träumen, sondern auch in der Realität. Und die Frage ist, ob er da beteiligt war dabei, weil er sich nicht mehr so ganz erinnern kann. Wir als Hörer haben das Ganze in Traumsequenzen mitverfolgt. Ja, und wen würdest du als knorzige Hexe besetzen?
Ja, die Allzweckwaffe. Die Allzweckwaffe, genau, und so ist es, ja. Und sie macht das wieder ganz fantastisch, Katja Burger. Ja, und so nimmt das halt so seinen Verlauf. Ja, und wie gesagt, das wird dann immer drängender, auch in Teil 2, und greift dann immer mehr in die Realität über. Walter scheint dann irgendwann gefühlt irgendwie immer mehr dem Wahnsinn anheimzufallen. Ja, und so nimmt das Ganze dann eben ein Ende. Ja, ich muss sagen, das hat mich nicht so gerockt tatsächlich. Es mag auch am Vorgänger tatsächlich liegen, der halt fand ich deutlich origineller war. Das ist jetzt gemein, dem die Originalität so ein bisschen abzusprechen, weil na, die Lovecraft-Geschichte, die hat ja schon deutlich mehr Patina und mehr Geschichte hinter sich, wurde halt oft auch kopiert, weswegen das dann im Original auch vielleicht so wirkt, als hätte man das alles schon gehört. Ja, aber also es ist halt nicht so überraschend wie die Geschichte mit den nördlichen Wäldern zum Beispiel. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die mir nicht so geschmeckt hat, ist tatsächlich, wie die Hauptfiguren agieren, eben vor allem die Hauptfigur, der so ein bisschen, na, wie sagt Andreas Fröhlich immer im Drei-Fragezeichen-Podcast, im Haschemitenwürst, unterspannt, genau. Es wirkt alles ein bisschen unterspannt und vor allem für die Sachen, die dann passieren, das kommt mir nicht so ganz rüber tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht nur mir so ging, aber irgendwie hat mich das nicht so mitgenommen wie die Hauptfiguren. Ja, aber also gen Ende kriegt das auch wirklich schön gruselige Züge. Also ich sage nur Ratte und so weiter. Das ist schon, ja, das haut dann schon ganz schön rein. Aber so insgesamt hat mich das nicht so gepackt. Und das war wieder so ein, glaube ich, auch für mich so ein Lovecraft-Ding einfach. Dass Lovecraft irgendwie für mich immer ein bisschen problembehaftet ist. Ja, ich hatte auch, also normalerweise landen ja Midnight Tales immer recht schnell bei mir am Ohr, weil sind die Gründe immer interessant, weil da immer originelle Sachen auch dabei sind. Und von daher ist es schon mal interessant. Dann die Spielzeit ist natürlich super. Das ist immer was, was man schnell weghören kann und auch schnell genießen kann. Und das passt auch immer mal in so eine Hörnische rein, wo es halt gerade mal so von der Zeit her passt. Also von daher ist es eigentlich immer was direkt an mein Ohr dringt. Aber hier hatte ich dann doch schon ein bisschen Angst, weil es gab ja schon mal den Lovecraft Vierteiler in dieser Reihe, den ich auch nicht gut fand. Und da hatte ich so gedacht, oh, das wird wahrscheinlich ähnlich. Und wenn ich dein Statement so höre, glaube ich, dass es genau das auch ist. Wobei es besser war als der andere, fand ich, aber heißt trotzdem immer ein bisschen merkwürdig. Okay. Ja, ich kann das aber auch nicht so ganz genau benamsen, was das ist tatsächlich. Außer halt im Hörspielbereich wirklich dieses Unterspannte, was halt dafür sorgt, dass man nicht so reingezogen wird in die Geschichte. Ja, aber von der Geschichte selber, weiß nicht. Naja. Na gut, aber du darfst nochmal direkt. Wir bleiben im Wagen. Gruselgenre und gehen in Richtung Splatter. Und zwar deftig. Also, das Klaus-Studio. Wer erinnert sich noch? Ja, Klaus-Studio hat vor zwei Jahren, weiß es nicht mehr so genau, wann es losging, ein Hörspiel veröffentlicht, Abenteuer in Veranda. Das war so eine, ja, ist nicht für Kinder, aber schon eher so im jugendlicheren Bereich, sage ich mal, eine Geschichte so im Fantasy-Bereich abgeliefert, was ganz nett war. Kein Überbringer, aber was ganz okay war. Und jetzt hat man sich halt an etwas ganz anderes gewagt, und zwar eine Splatter-Geschichte. Und Holla die Waldfee wird da gesplattert. Partus heißt das Hörspiel von Benedikt Matysik. Wie gesagt, beim Klaus-Studio erschienen auf, ich weiß nicht, ob sie es auf CD rausbringen. Also ich habe eine CD bekommen und ja, man sollte diesen Parental Advisory doch deutlich ernst nehmen, denn das geht ordentlich an die Nieren, was man da zu hören bekommt. Und das ist auch wirklich nur was für Leute, die sonst so dem Splatter auch nicht abgeneigt sind und ja, kein zartes Gemüt in sich tragen. Ja, die Geschichte ist eigentlich sehr schnell erzählt tatsächlich. Und das ist auch das, was ich dem Ding absolut erstmal zugute halten will, weil da kein großes Gewese gemeint. Also ich fange erstmal an. Es geht um eine Frau, die ist schwanger und wird dann, also wir erfahren eben mit dem Mann quasi zusammen von ihrer Schwangerschaft. Und dann kommt sie ins Krankenhaus und da bei der Geburt gehen dann einige Dinge schief. Die ersten Leichen pflastern den Weg dieses Wesens, was da geboren wird. Und dieses, ja, es ist wirklich so.
Es ist erstmal ziemlich absurd, abstrus und ganz schön krank. Ja, wenn man sich aber damit quasi abgefunden hat und dem Ganzen folgt, erlebt man dort einen ziemlichen Tour de force, heißt er immer so schön. Zusammen mit dem Krankenhauspersonal, vor allem mit zwei Figuren, die auch aus diesem Kreißsaal auch noch übrig bleiben. Ne, der Rest ist quasi schon hinüber. Und ja, es bleibt dann nicht bei dieser einen Monstrosität, sondern es gibt dann noch eine größere, die sich auch in diesem Krankenhaus rumtreiben. Natürlich hängt das alles zusammen. Ja, und so stolpert man quasi von einer, also zusammen mit den Hauptfiguren, von einer Splatter Orgie in die nächste, ist aber immer, und das ist wirklich, also das fand ich sehr, sehr gut bei dem Ding tatsächlich, man ist immer bei diesen beiden Figuren und erlebt mit denen zusammen halt, was da Phase ist, aus hat auch so ein bisschen was von Echtzeit, in der das Ganze abläuft. Und ist also für so ein Amateur-Hörspiel, würde ich es jetzt trotzdem immer noch nennen, ist das auf einem ziemlich guten Level, was die Schauspieler anbelangt. Also das nimmt man denen tatsächlich auch ab, was da passiert, ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Und überhaupt, das ist so ein Ding, was ich dem Ding auch zugute halte. Es wird da nicht groß philosophiert, wie kam das jetzt? Also wo kommt dieses Monster her? Das ist ja was in Horrorfilmen ganz, ganz oft einfach verkehrt gemacht wird. Dass man da groß anfängt, oh, jetzt lass uns mal zusammensetzen und überlegen, wo könnte, und bums ist die Spannung weg. Da wird nicht groß nachgefragt, nicht groß überlegt. Nein, bums, die sind in dieser Situation und müssen überleben. Punkt. Und das war's. Und mehr braucht das Ding auch nicht. Und so, ja, folgt man dem Ganzen mit deutlich flauem Magen bis zum bitteren Ende. Und das ist tatsächlich nach 84 Minuten dann der Fall. Und ja, das ist ein ganz schöner Höllenritt. Und das möchte ich doch denjenigen, die auf Splatter stehen, doch deutlich mal ans Herz legen. Mir war es tatsächlich, ich bin auch nicht unbedingt zart beseitet, aber mir war es tatsächlich zu Fülle. Ich weiß nicht, es ist aber immer, wenn es um Kinder und Schwangerschaften und sowas geht. Puh, da reißt es mich. Und da habe ich auch genau das richtige Spiel dann vor mir. Heidewitzka, ja, aber also erstmal echt Kompliment, Klaus Schüler, das fand ich tatsächlich auf einem guten Level und das klingt jetzt merkwürdig, aber deutlich besser als Veranda, also was so die Umsetzung anbelangt und wirklich bei bestimmten Sachen dickes Kompliment eben, wie gesagt, dass man nicht in diese Falle tappt und dann groß rumphilosophiert, sondern dass man bei der Action, sage ich jetzt mal, und bei dem Schrecken bleibt und den eben mit den Hauptfiguren durchlebt. Und das macht das Ding dann auch so, dass man dem tatsächlich auch 84 Minuten, wie gesagt, mit flauem Magen folgt und das Ganze so miterlebt. Ja, wie gesagt, meins ist es jetzt nicht unbedingt, weil A, zu dolle und jetzt auch nicht unbedingt mein Genre. Aber also wenn man da was für über hat, sollte man mal tatsächlich ein Ohr riskieren. Ja, also von meiner Seite aus echt Kompliment für diese Produktion. Das klingt gut. Mhm. Also dann, ja, das werde ich nachholen. Ist nicht so viel vorher. Ja, gut, das, ich glaube, das macht mir nicht. Obwohl, naja, wer weiß. Warte mal ab. Okay. ja, ich komme dann eher mit was Gediegenerem jetzt um die Ecke. Denn ja, und was hier? Paul Tempel, ja, der hat seinen dritten und leider vorerst letzten Hörspielfall bei PDAX in der Tasche. Paul Tempel und der Fall Westfield heißt das Ganze. Darin geht es um einen Juwelenraub vor ja, geraumer Zeit. Ein Herzog ist überfallen worden auf seinem Sitz und Juwelen sind weg und nie wieder aufgetaucht. Und es gibt halt keine vernünftigen Anhaltspunkte, keine Spuren. Und dann ist das natürlich genau das Richtige für Paul Tempel, um ihn zu interessieren. Ja, und wie es der Teufel so will, es passiert dann auch was... ja, wieder so ein bisschen Dampf in den Kessel bringt, denn es wird ein französischer Staatsbürger ermordet aufgefunden, der Hehlerei verdächtig war. Und da gibt es jetzt so Hinweise, dass er da in der Nummer drinstecken könnte. Bei den Ermittlungen der Hintergründe stößt man dann auf einen Arzt, der diesen Franzosen, also der zumindest einen Termin mit diesem Franzosen hat. Und dieser Arzt wird dann auch aufgesucht, dann geht man der Spur weiter. Ja, und plötzlich merkt man, dass da mit dem Arzt irgendwie was nicht so ganz in Ordnung zu sein scheint. Denn ja, da taucht immer so ein bisschen wieder was auf. Dann taucht die Arzthelferin plötzlich an einer Szenerie auf, wo eigentlich so viel Zufall sie gar nicht hingespült haben kann.
Ja, da merkt der Hörer, da merkt Paul Temple, da merkt der Rest der Mannschaft, da ist noch irgendwas im Argen. Und tatsächlich entspinnt sich dann ein spannender Krimi, der auch mit einer Besonderheit bei Paul Temple, die ich mich so nicht erinnere, dass es eine Entführung gibt und Paul Temple ja in eine Bredouille gebracht wird, die doch sehr spannend war. Für meinen Begriff ein bisschen zu einfach aufgelöst wird, aber gut, das ist Durbridge. Da hat man auch bei anderen Fällen schon mal gerne, dass da eine spannende Szenerie lange aufgebaut wird und dann relativ schnell in einem Handstrich weggewischt wird. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch und bleibt dabei ein wirklich schöner Krimi. Allerdings, so im direkten Vergleich zu den ersten beiden, würde ich doch sagen, es ist vielleicht inhaltlich der schwächere von den dreien, wobei das ein Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau wäre, weil die ersten beiden wirklich extremst gut waren. Also, wer diese Krimis mag, dem würde ich auch diesen dritten dringend ans Herz legen. Eigentlich auch allen anderen. Aber wie gesagt, wenn euch die ersten beiden schon nicht zugesagt haben, dann solltet ihr auch hier weghören dann lieber, weil also da denke ich, wird es dann nicht besser. Ja, dann solltet ihr aber auch also generell woanders hin. Das ist böse gesagt. Das kann eigentlich nicht vorkommen. Nee, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man also die ersten beiden hört und da keinen Spaß dran hat. Also beim besten Willen nicht. Ich muss erstmal sagen, ich bin schwerst erbost. Ich bin total erbost. Es fehlt nämlich, Ja, stimmt, Szene. Stimmt. Ja, es fehlt. Das stimmt. Kann doch nicht wahr sein. Was ist Durbridge denn da? Das hat er vergessen, oder? Ja, oder es ist die Nummer mit der Fähre als Ersatz. Ja, das stimmt, ja. Ja. Da habe ich auch schon mal gewartet. Weil Steve diesmal am Steuer saß, vielleicht deswegen, weißt du, dass man dann gesagt hat, jetzt gerade nicht. Vielleicht. Ja, also die Brückenszene, die typisch Durbridge-Brückenszene, kommt nicht vor. Ansonsten wieder spannend, also ich habe dem auch sehr, sehr gerne gefolgt und ist wieder so 90 Minuten, also nicht so dolle wie der erste, und aber ein bisschen länger, glaube ich, als der zweite. Ja. Und trotzdem ist in diesen 87 Minuten auch wieder alles drin mit diversen Wendungen und 500 Leuten, die da gewälzt werden. Es sind nicht 500 Leute, aber also die 6, 7 Verdächtigen, die da gewälzt werden und immer mal wieder auftauchen, wie du es schon gesagt hast. Und ja, das ist toll. Und also vor allem das dicke Plus eben auch bei diesem Tempel ist tatsächlich, wie das umgesetzt ist. Das ist fantastisch umgesetzt. Die Schauspieler sind der Knaller. Die Musik ist super. Das ist lebendig bis zum Anschlag und allein deswegen ist das, hört man das wirklich mit Genuss, und ich fand auch den toll, aber du hast recht, wenn man es auf ein Treppchen stellen würde, dann ging die Bronze an Westfield. Ja, ja. Na, immerhin. Ja. Ja, immerhin noch Bronze. Genau. Bei 3. Aber ja, immerhin. Nein, wir sollten es nicht schmadiger machen, als es es ist einfach nicht schmadig, zumal es ist eigentlich wirklich sehr hörenswert. Ja, ist es. Ja. So, ganz im Gegenteil. Ich hab's befürchtet. Alter, ja, was soll ich dazu sagen? Die Folge 171, kein Koks für niemand, von Ben Alexander Safi. Oder Safir, ich weiß es nicht, kann man es nicht merken. Du fragst mich nicht. Ich habe gesagt, du wüsstest, du hast doch da so eine persönliche Verbindung, meinst du? Stellung zum Bruder zumindest. Ich glaube Safir. Ja, okay. Ich glaube Safir. Mhm. Gut, also jedenfalls geht es wieder in den Norden. Es wird wieder ermittelt und unser Kommissar, der ja diesen Bruder im Drogenmilieu hat, der gesprochen wird von Jens Wawacek, was eines der wenigen Aufhörmomente dieses Radiotatorts ist. Ja, der gerät auch wieder in die Bredouille, denn es verschwindet Koks im Hafen. Ein Container, der anlanden soll, landet zwar an, aber er ist eben nicht voll Koks, sondern voll leer. Ja, da hat jetzt die Drogenelite ein kleines Problem, denn die Abnehmer verstehen da keinen Spaß, wenn dann plötzlich die Knete weg ist und das Koks nicht da. So muss der Bruder des Kommissars um sein Leben fürchten und ja, versucht sich zu verstecken und zu verschanzen, während gleichzeitig die Polizei auf Nebengleisen ermittelt. Ja, soweit, so gut. Aber dann
war es das auch mit der Story eigentlich schon. Also die Polizeischiene, die verliert sich dann relativ schnell in Geplänkel, was so außerhalb der Ermittlungsarbeit unheimlich viel Raum einnimmt. Es geht da hauptsächlich um einen Kollegen, der versucht, Frauen zu daten, was nicht funktioniert. Und das wird dann auch, führt dann dazu, dass es da eine Bekanntschaft gibt, die für die erweiterten Ermittlungen ja nicht entscheidend ist, aber einen entscheidenden Punkt liefern, an dem das Ganze plötzlich kippt und die ganze Situation sich doch anders darstellt, als sie für die Polizei und auch für die Unterweltgang, die sich da verstecken muss. Ja, das, wie gesagt, es kippt und das Ganze stellt sich dann anders dar. Ja, was ein großes Problem ist oder einmal, wo ich da wirklich kurz davor war zu sagen, nee, das Hörspiel steht fertig, ist allerdings kurz vor Schluss. Also von daher habe ich mich dann doch am Ende noch durchgehalten. Ja, die Unterweltler formieren sich, haben sich in einem Versteck zusammengefunden und versuchen, das Problem auszusitzen, werden aber ordentlich schon in die Bredouille gebracht, weil die Gegner stehen quasi schon vor der Tür und sind natürlich bis an die Zähne bewaffnet und verstehen auch entsprechend wenig Spaß. Und ja, dann kommt es zu dieser merkwürdigen Szene, dass die Verschanzten da plötzlich ja anfangen, so eine Party zu feiern, irgendwie in einer Situation, die das überhaupt nicht hergibt, die zwar für den Hörer ganz unterhaltsam ist, weil sie schön skurril ist, aber sie ist null glaubwürdig in dieser Situation. Sie ist selbst nach der Auflösung macht sie keinen Sinn, weil selbst wenn die jetzt schon Finte bekommen haben, dass das alles gut ausgegangen ist, also es passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Und das ist, ja, leider muss ich sagen, so mit der schwächste Radiotatort, den ich in dieser Reihe wahrgenommen habe. Das hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Und nee, also da kann ich auch in keinem Bezug eine Empfehlung aussprechen. Leute, das ist einfach nichts. Da habe ich wieder meinem stinkstiefeligen... Hast du deinen Stinkstiefel wieder angezogen? Genau. Ich bin jetzt aber schon wieder still, weil jetzt musst du wieder übernehmen. Ja, dann zu den Seaport Secrets. Da gab es eine Doppelfolge, die Folge 12 und die Folge 13. Das sind nämlich zusammengehörige Folgen. Es geht nämlich um das Geheimnis der Galionsfigur, Teil 1 und Teil 2. Ein Hörspiel von Katja Behnke. Und da geht es wieder nach Seaport, eben zu unseren beiden Freunden Cliff und Jack, die um Hilfe gebeten werden. Und zwar Captain Cornish, das ist ein Bekannter von Cliffs Onkel. Der meldet sich bei seinem Onkel und fragt an, ob die Jungs nicht helfen können, denn sie haben ja so einen detektivischen Spürsinn. Denn ja, da scheint etwas Merkwürdiges auf seinem Boot umzugehen. Dort ist eingebrochen worden, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dieses Boot, dieser Clipper Bonnie Scott, der ist irgendwie auch was ganz Besonderes und hat so eine besondere Geschichte. Die Jungs, die haben irgendwie Ferien, glaube ich, und heuern dann quasi auf dem Clipper an, um eben rauszufinden, was da passiert ist. Ja, so kommen sie eben aufs Boot und fahren auch mit diesem Segelschiff und finden halt relativ fix heraus, ja, eben, dass es mit diesem Boot etwas Besonderes auf sich hat, dass der so eine Piratenvergangenheit hat und dass mit diesem Boot auch Edelsteine transportiert wurden als Beute. Ja, dann sind die eben irgendwann mal, da wird schon schwierig, nicht zu viel zu verraten. Ja, letztlich verrät der Titel schon leider relativ viel, um was es geht. Auf jeden Fall Jack und Cliff forschen danach, landen dann unter anderem in einem Museum, wo eben eine bestimmte Galionsfigur auch gezeigt wird. Und ja, der aufmerksame Hörer kann sich schon denken, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht, zumal auch Jack und Cliff ab und an mal verfolgt werden von irgendeiner mysteriösen Figur. Ja, das alles so ein bisschen shady ist. Und so kommt's, so verdichtet sich das Ganze halt dann vor allem im zweiten Teil und nimmt dann so deutlich spannende Züge an, um dann eben letztlich aufgelöst zu werden. Also viel mehr darf ich nicht verraten tatsächlich, sonst habe ich euch alles verraten. Ist wieder eine ganz nette Folge. Ich fand sie ganz ehrlich zu lang. Also auf einen Zweiteiler ausgelegt. Weiß nicht, ob das hätte sein müssen. Das hätte man, glaube ich, schon an der einen oder anderen Ecke ein bisschen straffen können. Zumal ja die Seaport Secrets eh immer ausgedehnter erzählt werden und diese ruhige Gangart hat, was mir eigentlich prinzipiell gefällt immer bei der Serie. Ja, aber hier hat man sich, finde ich, an manchen Ecken einfach irgendwie ein bisschen zu viel Zeit gelassen.
die man aber trotzdem füllt, so ist es nicht, mit auch netten Figuren. Der Captain Cornish zum Beispiel ist eine schöne Figur, die da eingebaut wird, bei dem sich manche vielleicht dran stören können, dass er so komplett, also am Anfang habe ich erstmal gedacht, auha, das ist aber merkwürdig, weil der so komplett aus dem Rahmen fällt erstmal. Auch so was die Emotionalität und die Gespanntheit, ich nenne es mal wieder, passt er so nicht so ganz in dieses beschauliche Seaport Secret Fahrwasser und reißt einen da doch deutlich raus und wirkt an der einen oder anderen Stelle doch auch ein bisschen übertrieben. Ja, ist trotzdem eine schöne Figur, will ich dem auch nicht absprechen, der hat auch einen Unterhaltungswert und ja, so ist das wieder eine nette Folge, bei weitem nicht die beste, aber auch das kann man sich ganz gut anhören eigentlich. Okay, gut. Ja, ich hätte nochmal Sherlock Holmes gehört. Bin ja immer froh, wenn es mal eine Sherlock Holmes-Folge gibt. Endlich. Ja, endlich gibt es mal was mit Sherlock Holmes. Also ich weiß ja, dass man da nicht mehr macht. Das ist mir echt ein Rätsel. Aber naja, gut. Immerhin, Titania Media hat sich in diesem Monat erbarmt und einen neuen geheimen Fall des Meisterdetektivs auf die Spur gebracht. Der maskierte Tod ist die 53. Ausgabe der Reihe Die Geheimfälle. Ja, ist wieder von Herman Cyril McNeil. Wir werden da, sind zuerst mal zunächst Gast in der Baker Street, als Holmes Watson einen Fall schon mal präsentiert vorab. Und das ist gleich, fand ich schon mal sehr besonders an diesem Stück, dass man den in so mehreren Etappen erzählt. Also es beginnt damit, dass Holmes Watson schon mal die Grundsätze erklärt, weil er hat eine Klientin, die sich angekündigt hat, die später vorbeikommen will. Ja, Holmes steckt schon mal den Rahmen ab. Es ist nämlich ein junger Mann ermordet worden, der auf dem Weg zu einer Gesellschaft war, deren Gastgeber ist, ich sag mal, ein Bekannter des Opfers. Und ja, es gibt da, also beziehungsweise der Gastgeber behauptet also, dass das also einer seiner besten Freunde ist. Und ja, es ist vollkommen rätselhaft, wie der da zu Tode kam. Es könnte sich eigentlich nur einem Unfall halten, denn er liegt im Treppenhaus vor dem Aufzug. Eine Pistole liegt da und Porzellanscherben gibt es eine Menge. Es gibt keine Spuren, also keine Fingerabdrücke auf der Waffe. Das ist doch alles sehr, sehr merkwürdig, denn irgendwie scheint es da ja auch keinen Täter zu geben. Ja, die junge Dame, die sich angekündigt hat, ist die Verlobte des Opfers und die erzählt dann diese Geschichte auch nochmal und bringt dann aber ein paar Hintergründe rein, nämlich dass zum Beispiel die beiden dann doch nicht so gut befreundet waren, ganz im Gegenteil, weil der Gastgeber ist eigentlich hinter ihr her gewesen und war quasi also ein Nebenbuhler des Opfers und das hat die beiden dann doch schon ziemlich entzweit, wenn sie überhaupt jemals richtig befreundet waren, aber das hat dann auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sie beide eins nicht waren, nämlich Freunde. Das sorgt dann wieder dafür, dass dieser Gastgeber natürlich ins Fadenkreuz der Ermittlungen gerät. Das Alibi zumindest für Holmes fraglich ist. Holmes versucht dann zu ermitteln, wie es denn passiert sein kann, dass der Mann dort zu Tode kam. Zu guter Letzt kommt noch Lestrade hinzu und erzählt nochmal aus Polizeisicht, was so alles er da aufgenommen hat, was es mit den Porzellanscherben auf sich hat. Ja, so gibt es dann langsam ein Bild, was zwar nicht klar ist, aber was zumindest den Tathergang kann man nicht sagen, aber zumindest die Umstände des Tatortes ziemlich gut beschreibt und ein ziemlich gutes Bild davon gibt. Und dann geht es tatsächlich auch in die Ermittlungsarbeit vor Ort und dann, ja, damit, also, aber da müsst ihr dann selber hören, also was dann passiert und wie Holmes hinter das Geheimnis dieses maskierten Todes kommt. Ja, das dürft ihr dann gerne selber hören. Fand ich eine gute Folge. Ist vielleicht ein Ticken zu lang. Zu lang kann man nicht sagen, aber es ist ein bisschen länger, als es vielleicht gebraucht hätte. Aber durch diese verschiedenen Erzählebenen und dass immer mehr so Puzzleteile präsentiert werden, fand ich das schon ziemlich originell erzählt und ein origineller Fall. Das hat mir richtig gut gefallen. Das Übrige tut halt natürlich auch wie bei Holmes und Watson üblich die lebendige Form, wenngleich hier und da ist mal so ein bisschen drüber ist, so in Bezug auf wie aufeinander reagiert wird. Es ist manchmal nicht so ganz kongruent, aber geschenkt dafür macht das Ding durchaus richtigen Hörspaß und unterhält über die 80 Minuten. Also darf man sich gerne gönnen.
Fand ich auch, bis auf die Auflösung, hast du das verstanden, wie dieses Verbrechen begangen wurde? Ach so, das wäre noch ein Kritikpunkt. Der Fall war mir für Sherlock Holmes zu technisch. Ja. Also ich glaube, ich habe es schon verstanden. Ich habe zum ersten Mal schon gezuckt, als es um den Fahrstuhl geht, der geräuschlos fährt. Mhm. Also ich fand es für die Zeit schon merkwürdig, dass es in einem normalen Mietshaus in London Aufzüge gibt. Gut, gab es schon zu der Zeit, wird es auch vielleicht in so einem Haus gegeben haben. Aber geräuschlos waren die garantiert nicht. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auch mit dieser elektrischen Bastelei. Ja, die Apparatur, also ja, ich weiß nicht. Ist mir auch, finde ich, schwierig für die Zeit. Und bei Fingerabdrücken bin ich auch sehr reserviert. Ich meine, bei Holmes gibt's das, aber dass die Polizei das als Ermittlungsansatz nutzt, das weiß ich nicht, ob das schon so zu der Zeit war. Also das kam mir so ein bisschen merkwürdig vor. Lass mich da aber gerne eines Besseren belehren. Also da waren so ein paar Sachen, wo ich schon mal so gezuckt habe, aber ist dann für die Geschichte hingenommen habe. Mir war es am Schluss dann wirklich zu viel bei der Auflösung, muss ich sagen, wo dann alles aufgedröselt wurde und ich mich dann gefragt habe, wie wahrscheinlich das ist, dass das dann wirklich alles so funktioniert hat und so kam. Ja. Ja, ich weiß nicht. Aber trotzdem, ich möchte ihm den Unterhaltungswert auch um Himmels Willen nicht absprechen, weil ich bis dahin auch wirklich gut unterhalten wurde. Also alles okay. Gut. Ja, dann so. Haben wir was Schönes gehört, nämlich ein Podcast. In dem es um Hörspiele geht, also eingeflochtene Hörspiele, sage ich jetzt mal, und zwar der Was ist was Podcast. Und das haben wir gehört, weil das ein Hörspiel Urgestein macht, Urgestein, nämlich Tom Steinbrecher und Paul Burkhardt sind dafür auch zuständig. Also genau, Tom Steinbrecher erstmal, aber Paul Burkhardt und die Riege, die sich um sich schart, machen da eben munter mit. Und das geht folgendermaßen immer so eine Folge. Man nimmt sich halt quasi einen Was-ist-was-Titel vor. Also eine Folge ist zum Beispiel Ritter, vom Pagen zum Ritter. Und in einer Folge geht es um die Wikinger, Nordmänner zur See, wo eben dann einer eine Frage stellt in die Runde und das sind so Kumpels, die quasi so beieinander sitzen. Und man überlegt sich, ja Moment, wie war das denn und wie könnte das denn gewesen sein? Ach, hol doch mal das Buch aus dem Regal und dann wird das Was-ist-was-Buch quasi rausgeholt. Und einer der Schlauberger liest dann immer die schon gewusst Sachen vor aus dem Was-ist-was-Buch und sonst steigt man halt so hörspielerisch in die jeweiligen Seiten ein und erfährt dann zum Beispiel bei diesem Ritterbuch eben, ja, wie es halt im Buch ist, dass das eben nicht so einfach war, wie man sich das vorstellt, wenn man Ritter werden wollte und schon relativ früh anfing und so weiter und Frauen konnten nicht und naja, alles, was halt so an Wissenswertem da mit drin steckt, was sehr locker flockig aufbereitet wird mit viel Humor und bums, so nach 20 Minuten ist so eine Folge rum und man weiß wieder ein bisschen mehr. Na gut, wenn man das Buch gelesen hat, wusste man das vorher schon, aber man ist deutlich gut unterhalten worden und das macht echt Spaß, muss ich sagen. Ja, ich habe zumindest die Ritterfolge habe ich auch gehört und fand das auch sehr erfrischend und sehr angenehm zu hören. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Ja, wir müssen uns bei Jürgen bedanken, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Werden wir im Feedback, in der Feedback-Ecke auch nochmal erwähnen. Ja, das ist wirklich ein schöner Tupfer in der Hörspiellandschaft. Ja. Ja, damit sind wir durch. Ja. Ja, dann können wir noch ein bisschen im Oktober updaten, weil mehr haben wir jetzt nicht mehr. Also wir haben das schon ein bisschen was gehört. Das war doch schon genug, glaube ich, oder? Aber ich glaube auch, ja, es ist schon relativ dick. Momentan alles sehr dick. Ich glaube, wir sind wir nicht schon im vierten Teil? Ja, wir sind im vierten Teil. Mhm. Und ja, eigentlich sind wir jetzt normalerweise schon am Ende, aber jetzt geht es ja erst richtig los. Ja, wir wollten auch kurz den Oktober updaten, was wir nicht so ganz im Voraus hatten, obwohl wir es ja dann in diesem Orcast schnell nachgezogen haben. Ja, Gräuel gibt es ja bereits seit Oktober beim WDR, beziehungsweise seit Oktober gibt es das erstmal in der ARD Audiothek. Also wenn ihr es bis jetzt noch nicht gehört habt, ihr findet es jetzt auch beim WDR, davor schon in der ARD Audiothek. Und ja, was soll ich sagen? Hörspiel des Jahres, Punkt. Ein starker Kandidat auf jeden Fall, ja. Also für mich ist das ausgemacht. Ist schon ausgemacht. Ja, warte doch mal. Ich glaube, da kommt ja noch was. Aber ja, also ich kann es gut nachvollziehen. Ja, dann ebenfalls seit Mitte Oktober das Haus der aufgehenden Sonne von Friedrich Arnie, die Co-Produktion von BR und SWR.
Die könnt ihr im BR-Hörspielpool seit Mitte Oktober hören, downloaden und genießen. Und du hast es vorgestellt. Genau, ich hatte es schon vorgestellt. Ja, du hattest aber noch Tim und Jim gehört, oder? Ja, kannst aber auch kurz und schmerzlos machen. Fand ich gerne. Ganz toll. Ich habe es mit meinem Kind zusammen gehört, der auch total hin und, also jetzt nicht hin und weg war, aber na, wie das Kinder, also vor allem mein Kind irgendwie so ist, da machst du dann so ein Ding an, wenn ihn das interessiert, da ist der weg, wirklich. Mhm. Da ist der quasi nicht mehr ansprechbar und hört dazu, bis das Ding vorbei ist und stellt dann noch ein, zwei Fragen und das war's. Also der taucht da wirklich komplett ab. Das fand ich ganz spannend. Cool. Und gerade bei dem Ding, das fand ich wirklich eine ganz tolle Geschichte, total flockig erzählt und hat riesen Spaß gemacht. Ist auch schön drüber an den richtigen Stellen und schön schräg und viel Flair und ja, hat mir sehr viel Freude gemacht. Cool, ja, dann sehen wir das ja auch wieder ähnlich. Das ist doch schön. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was Unerhörtes, was wir bisher noch nicht hatten. Zum Beispiel gab es was Neues beim Hörspielprojekt Dark Space 2046 Folge 3.1 Amazonas von Michael Piotrowski ist auch erschienen, ist seit Mitte Oktober beim Hörspielprojekt zum Download zur Verfügung gestellt. Dann, was auf jeden Fall nachgeholt wird, die junge Sherlock Holmes Folge 11, die Zeitmaschine von David Bredel, erschien bei Fluff auch im Oktober am 20. Und ja, das ist Pflicht für mich. Ja, dann haben wir wieder eine Lesung mit abschließendem Hörspielteil. Die Schwarze Stadt, die zweite Staffel, ist nämlich bei The Aeos erschienen. Ja, das Projekt von Ivan Leon Menger mit Melanie Bodke, Annette Strohmeier, Reinhard Brahl, Carsten Steenbergen und Erik Niemann, die also gemeinsam diese Story verfasst haben. Also Teil 1 gibt es ja schon seit 2021 und jetzt die zweite Staffel ist jetzt seit Anfang Oktober bei The Aeos erhältlich. Ja, dann bei Europa startete ja Dino Rise, die Legende des Dino Rock. Folge 1 ging es los, das Geheimnis im Stein. Ja, und mittlerweile sind alle 5 Folgen, also wenn ihr das hier hört, sind alle 5 Folgen schon da und ihr könnt die hören. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Von Christian Geilus. Ist halt von Christian Geilus. Das ist dann schon wieder, wo man sagt, naja, gut, könnte man ja mal gucken. Ja, auch der nächste Eintrag ist was wir noch eigentlich hören müssen. Da können wir eigentlich nicht drum rum, denn Stefan Spann hat wieder ein Hörspiel gemacht beim Label Die Gehörgang, wo wir ja bisher noch nichts von im Portfolio von uns hatten. Was aber schon ziemlich interessant ist, weil die so verschiedene Theateraufführungen auch zum Gehör bringen. So, ich sag mal mit hier Balder und Kunze und Biedermann. Also so diese Boulevardstücke, die da so auf Tournee ab und zu unterwegs sind und mit relativ bekannten Stoffen. Und die sind also bei der Gehörgang immer erhältlich. Und jetzt gibt's halt auch was Neues von Stefan Sprang. Nämlich das Stück Engel. Das ist jetzt frisch erschienen, Mitte Oktober. Ja, das denke ich, werden wir hören und noch nachreichen. Ja, dann gab es ein Pumuckl und zwar die Folge 73 Pumuckl will lesen lernen von Alice Gaut, eine BR-Produktion aus 1970. Genau, die gibt es im BR wahrscheinlich im Hörspielpool zu hören. Ja, Ö1 hat noch was ins Radio geworfen, was wir im Voraushören nicht drin hatten. Seit Mitte Oktober ist auch zum Download verfügbar das Hörspiel Thumb Thirst von Renata Roman, eine Eigenproduktion für Ö1 und das Ganze, wie gesagt, in der Audiothek von Ö1. Dann All Right, Good Night ist nochmal gesendet worden und es ist in Pool gehoben worden wegen der Nominierung zum Deutschen Hörspielpreis. Ah, okay. Jetzt kommt diese ganze Latte natürlich. an 12 Hörspiele, die nominiert wurden. Nicht verwunderlich. Und da ist also dabei, also wie gesagt, All Right, Good Night ist die Einreichung vom WDR gewesen. Dann Der Gestank der Welt oder Paarungstanz ist eine tote Sprache von Caroline Bellil, eine SR-Produktion oder beziehungsweise die Einreichung des SR. SWR hat Der Termin von Katharina Volkmar eingereicht. Kleiner Spoiler, das ist es dann schließlich und endlich auch geworden. Leck mich von Elisabeth Maria Weilmann, eine HR-ORF-Produktion, ist die Einreichung des HR. Der SRF hat Big Boy 1986 bis 2358 eingereicht. Vom NDR kommt das Hörspiel Pisten von Penda Diouf. Psalm aus der Tiefen von Ruth Johanna Benrath ist die Einreichung des MDR. Tod im Leben vom RBB stammt aus der Feder von Mona Winter.
Was siehst du? Die Nacht. Ludwig Felst ist eine Eigenproduktion, die aber von Ö1 eingereicht wurde. Und Wolfwelt von Deutschlandfunk Kultur aus der Feder von Gerhit Steinbuch. Und das waren die 12 Nominierten. Und die sind jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass sie nominiert wurden, auch in der ARD-Audiothek seit Oktober erhältlich. Ja, so, dann müssen wir nochmal durchschnaufen und nochmal was nachreichen. Denn der November läuft ja schon eine Zeit lang und es hat sich wieder was angesammelt. Wir müssen den nochmal updaten. Ja, stimmt schon. Machen wir dann auch gerade noch, oder? Ja, klar. Und zwar bei Hermann Media wird es eine neue Serie geben. Für den 25.11. ist die Serie Bunkerballaden angekündigt. Folge 1 trägt den Titel Theresa und ich bin mal sehr gespannt, was da kommt. Ja, dann geht's munter weiter mit Tommy Krabbeweises Die fantastischen Fälle des Rufus T. Feuerfleck. Folge 16, Der Boden ist Lava. Ja, und Ralf Rute hat wieder ein Hörspiel mit Heiko Hörning zusammen produziert für Kiddings. Da erscheint Der Christkindcode, ein Monster unterm Tannenbaum. Das wird es ab 18.11. geben. Und dann ist nochmal ein Doberschütz gesendet worden. Doberschütz und die letzte Staatsjagd von Tom Peukert, die WDR-Produktion aus 2020. Und zwar am 25.11. gibt es das Ganze zu hören. Ja, was Neues wird es in der ARD-Audiothek geben ab 18.11. Da wird nämlich ein neues Projekt des WDR zu hören sein. Forever Club, das hat der WDR auf den ARD Hörspieltagen vorgestellt und ja, dazu werden wir dann auch später, glaube ich, im Newsblog nochmal kommen, weil so inhaltlich allzu viel Infos habe ich noch nicht, aber so die Rahmenbedingungen kann man schon mal abstecken und die sind aber, glaube ich, so ein bisschen diskussionswürdig und das machen wir dann im Newsblog. Ja, dann apropos dicke Brocken, es wird auch einen wieder bei Audible geben, Harper Green, Staffel 1 von Carola Lowitz und Susanna Mewe. Ja, ein Sherlock Holmes kommt, ach guck, und zwar mit dem Titel Geheimnis. Ein Hörspiel nach dem Theaterstück von Jeremy Powell, das wohl einen großen Bekanntheitsgrad im englischsprachigen Ausland hat und das vom Radio Live Theater ja zu Gehör gebracht wird. Live Theater kennt man ja, Kollege Krückenmeier, so hier, wie hießen sie? Nicht Hanni und Nanni, sondern hier Karpatenkalb. Ja, das Karpatenkalb. Ja, ich komme nicht drauf. Naja, ihr wisst ja, wen wir meinen. Genau, also aus diesem Dunstkreis. Oh Mann. Ja, genau, ja klar. Ja. War einfach, ja. Wer drauf gucken können. Ja, da wird es eine Bearbeitung geben, also Sherlock Holmes Geheimnis heißt das Ganze und wird es exklusiv bei pop.de auf CD geben. Katzen, darum geht's im Was ist was Podcast in einer neuen Ausgabe wieder von Tom Steinbrecher. Bei Tesloff erscheint das Ganze. Ja, ein Hörspiel von Karin Fossum hat Deutschlandradio Kultur nochmal auf den Weg gebracht, beziehungsweise nochmal aus dem Archiv geholt und zum Download zur Verfügung gestellt. Wer den Wolf fürchtet, das Ganze könnt ihr seit Anfang November beim Deutschlandfunk Kultur downloaden. Dann gibt es in diesen verrückten Zeiten auch noch mal ein Winnetou. Das Gold vom Feuerberg nach Karl May. Und das Ganze erscheint bei Kopfkino Audio. Ja, Karl May hat man jetzt auch schon die ganze Zeit nichts mehr gehört, oder war das? Das hat den Eindruck, ist überhaupt kein Thema mehr. Gerade Winnetou nicht, oder? Der ist gecancelt worden. Der ist echt. Ach, je. Ach, ja, aber mit Winnetou können wir dann auch den Deckel endgültig auf den November machen. Ja. Ach nee, gar nicht. Ach nee, wir haben ja noch ein bisschen was gehört. Ja, genau. Fällt mir gerade ein. Ja, du vor allem erstmal. Ja, fangen wir doch einfach an. Und zwar, ich habe einen Georges Simenon gehört. Brief an meine Mutter heißt das Stück beim NDR. Ist es 2020 auch, ich glaube, im Schwung dieser Simenon-Hörspiele. Ist aber ein bisschen untergegangen, weil es ist halt nicht so direkt ein Hörspiel. Es geht nämlich um Georges Simenon höchstpersönlich, der nach zu Hause zurückkommt, nach Lüttich, wo seine 90, fast 91-jährige Mutter im Sterben liegt. Und wir begleiten ihn quasi, wie er ja an ihrem Bett sitzt und ihr einen Brief schreibt. Und so ist das letztlich ein Monolog, den Georges Simenon, so komisch das klingt, mit seiner Mutter führt. Im Endeffekt seine gesamte Kindheit, Jugendzeit, Altwerden, sein ganzes Leben, das er mit oder nie an der Seite seiner Mutter oder auch entfernt von ihr verbracht hat, Revue passieren lässt.
was eben dann ein Bild dieser imposanten, interessanten, merkwürdigen, fremden Frau zeichnet. Und das ist eben auch für Simenon geblieben. Sehr nah und trotzdem fremd. Genauso, also das ist vor allem bei einer Passage, wird das sehr deutlich rausgeschält von ihm, auch wie das andersrum tatsächlich passiert ist. Und er sich dann fragt, ob sie ihn überhaupt jemals richtig kennengelernt hat. Ja, seine Mutter hat es immer schwer gehabt und hat das auch tatsächlich so nach außen getragen, stammt aus ärmlichen Verhältnissen, musste immer ums Überleben tatsächlich kämpfen und schwerst arbeiten und hat das dann auch oft über die Menschen gestellt, die um sie herum waren. Es geht da vor allem um eine Pension, die sie aus dem Boden gestampft hat, mehr oder minder, und zwar in ihrem Wohnhaus, wo sie ihr Mann auch gar nicht groß gefragt hat, ob das in Ordnung ist, sondern sie hat da Pensionsgäste einfach bewirtet. Und so ist das halt eine ganz hoch interessante, emotionale, merkwürdige Beziehung Mutter-Sohn, die dort nachgezeichnet wird. Ich fand das total faszinierend und mich hat das total in Bann geschlagen. Auch wenn das, wie gesagt, nicht mal ansatzweise irgendwie ein Hörspiel oder so ist, aber es ist trotzdem sehr schön inszeniert, auch immer mit musikalischen Sprengseln, die zwischendrin sind. Schafft eine ganz tolle Atmosphäre, ist ganz großartig von Werner Wölbern als Georges Simenon verkörpert. Also ich würde es euch tatsächlich dringend raten. Ich fand das sehr faszinierend und habe dem gerne gelauscht. Aber wie gesagt, mit der Einschränkung, es ist nicht wirklich ein Hörspiel. Okay, gut. Aber mach ruhig weiter. Aber der Herr Liebensworth, das ist ein Hörspiel. Das gab's bei Kein Mucks zu hören. Aber er ist tot. Ja, richtig. Den gab's zu. Ich sage ja, den gab's zu hören. Ach so. Ja, erstmal mit dieser ganz interessanten Geschichte, was Bastian Pastew gerade auffächert, und zwar, dass es eben eine historische Kriminalerzählung ist, eben nach Anna Catherine Green, die als erste Krimi-Autorin gilt und diesen Fall geschrieben hat. Dieser Fall ist ein verwickelter einer. Es geht um diesen Herrn Leavenworth, der tot ist, wie man sich denken kann. In diese Geschichte hineingezogen wird ein Anwalt, der so eine Art, wie heißen die Helfer bei der Polizei? Constable? Nee. Ja, also der hat der Polizei quasi, also vor allem dem Ebenezer Griss beim Ermitteln beisteht. Das ist so ein ganz gewiefter Fuchs, dieser Detective. Und der bohrt halt ständig nach bei einem Fall, der halt wirklich sehr schwierig ist. Denn Hauptverdächtige sind zwei junge VerwandtInnen. Nämlich die Tochter und die Cousine, wobei vor allem eine sich merkwürdig verhält und gesehen wurde, wie sie etwas quasi versteckt hat und aus dem Zimmer, wo der Mann eben ermordet wurde, herauskam. Ja, und das ist alles ein bisschen shady, ein bisschen merkwürdig. Die andere, die Tochter, ist natürlich die Universalerbin, die natürlich dadurch auch ein gewisses Interesse vielleicht haben könnte, aber komplett außen vor ist. Und so schälen sich halt nach und nach so die möglichen Verdächtigen raus. Und es wird sehr bedächtig dem Ganzen nachgegangen und sehr vorsichtig, sage ich jetzt mal, was das Ding auch ein bisschen streckt und in die Länge zieht. Und dann kommt der Detective dann am Schluss auf eine Idee, wie man diesen Fall, der scheinbar dann doch irgendwie ins Nichts läuft, wie man diesen Fall vielleicht doch noch lösen könnte. Und ob er damit erfolgreich ist, das wird man dann hören. Ja, ich fand den ein bisschen unterspannt. Okay. Also das ist alles interessant, dem Ganzen zuzuhören und diesen Verwicklungen und wie ermittelt wird und ist alles auch schön mit Patina und so weiter und so fort. Ja, ich fand es aber alles ein bisschen, wie gesagt, unterspannt. Und das mag aber auch wirklich an der Patina tatsächlich liegen, dass die sich halt alle ein bisschen zurückhaltender verhalten und alle nicht so hoch emotional daherkommen und alle so ein bisschen bedächtig sind, die Sprache auch ein bisschen gedämpfter ist. Deswegen würde ich das eher der Patina tatsächlich zuschieben. Also wer auf alte Krimis steht, der sollte da auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Mir hat also gerade, weil halt auch vorher Gruselgrab war halt so außergewöhnlich gut, da stinkt er schon ein bisschen gegenüber ab. Aber das ist auch wirklich nur im direkten Vergleich. Ansonsten ist das auch ein
hörenswerter Krimi, dem ich den Unterhaltungswert auch nicht absprechen will. Also wirklich eher was für so die alten Radiofans, sage ich jetzt mal. Okay. Ich sage, das ist ja Quatsch, das ist ja bei kein Mucks eigentlich immer der Fall. Ja, aber ich glaube, ich weiß schon, was zu sagen. Was Bastian Pastewka draus macht, ist halt auch wieder sehr zuckrig. Also vor allem, wenn er am Ende die Leute nochmal durchgeht und dann mit wirklich sehr interessanten Querverbindungen kommt, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich sag nur Bugs Bunny. Das ist so, okay. Das ist irre. Cool. Ja, allein deswegen lohnt es sich ja schon einzuschalten. Weiß das man stimmt. Ja, ja, für die jungen Krimi-Fans gibt es ja auch was ab und zu im Programm. Unter anderem gibt es was Neues von, aufgemerkt, Kai Magnus Sting. Der hat nämlich einen neuen Krimi geschrieben, den oder beziehungsweise der lief nicht wie sonst in letzter Zeit üblich bei SWR2. Sondern tatsächlich bei seinem quasi Haussender WDR. Ja, WDR 3 bzw. WDR 5 haben das auf ihrem Krimi-Sendeplatz platziert. Und da dachte ich schon, ja, guck mal, schauen wir mal, was der WDR mit sowas Skurrilem anfangen kann. Und skurril ist es auch tatsächlich, denn geht um einen oder eine Mordserie, bei der ein Ermittler gefragt ist, mit seinem Team dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Denn die Morde wirken erstmal nicht so als Serie, denn die Opfer haben irgendwie überhaupt keine Gemeinsamkeit, zumindest auf den ersten Blick. Aber es gibt einen Umstand, der dazu führt, dass das Ganze ja dann doch irgendwie in eine Reihe gebracht wird. Also mal abgesehen von dem skurrilen Ableben der Einzelnen. Also es gibt einen Geköpften, der in einem Tannenbaum hängt, oder einen Mord in einem Schwimmbad. Und es sind skurrile Fälle, die Polizei auf den Plan rufen. Denn gerade diese Abteilung, die hier gefragt ist, ist nämlich die Abteilung ABS, das für Abseitiges, Böses und Skurriles steht. Natürlich ist in dieser Abteilung beziehungsweise ermittelt mit Kai Magnus Sting himself als Pathologe, als kulinarisch versierter Pathologe, muss man sagen, was eine schöne, interessante Mischung ist und ganz viel Kopfkino bei mir ausgelöst hat, dass da zwischen den diversen Leichen dann noch 6-Gänge-Menüs gekocht werden, um die angegliederten Kommissare zu versorgen, war ein wirklich schönes Bild. Ja, der Fall ist skurril. Er ist allerdings nicht so drüber wie jetzt die Gurken oder so. Also es ist hier nicht so, dass hier ein Gag den nächsten jagt, was auch daran liegt, dass man hier ein durchbesetztes Ensemble hat. Also es ist nicht so, dass hier die Akteure mehrere Rollen übernehmen, sondern hier ist schön brav, wie sich das gehört. Jeder nur ein Kreuz und jeder nur eine Rolle. Und diese sind aber dann besonders besetzt. Unter anderem ist Ulrike Kriener zu hören, die einen fantastischen Job macht. Ganz besonders auch bei der Dame zu erwähnen, Gisela Schneeberger, die Kai Magnus Sting aus dem tiefen Süden der Republik ausgegraben und nach Köln verfrachtet hat. Sehr, sehr wunderbar, dass man diese Stimme wieder hört. Ich glaube, zuletzt hatte ich die im Radio-Tatort in Bruck am Inn am Ohr. Seither nicht mehr und umso schöner, dass es hier ein Wiederhören gab. Dann Felix von Manteuffel ist ja auch mittlerweile gang und gäbe bei Sting-Hörspielen, ist er ja gerne zu Gast. Und dann eine Besonderheit, Dietmar Bär. Und Dietmar Bär hat man wirklich originell besetzt. Er spielt einen Kommissar. Hätte ich ihm so nicht zugetraut, aber mutig. Und ich finde, er macht das gar nicht schlecht. Also könnte er öfter machen. Glaube ich, kann er. Ja, doch, muss ich ihm attestieren. Ja, ich würde sagen, wenn ihr mögt, hört da gerne rein. Es ist lustig, es ist unterhaltsam, es ist eindeutig kein Magnus-Ding. Also das merkt man auch, wenn er nicht mitsprechen würde, würde man es dem Stück anhören, aus wessen Feder das stammt. Das ist also, der kann wirklich seine Handschrift nicht verleugnen und es ist wieder eine wunderbare Unterhaltung. Wie gesagt, nicht ganz so knallig wie die Gurken, aber dafür etwas substanzieller im Krimi-Plot und auch so, dass der geneigte WDR3-Hörer eben nicht aus der Frequenz kippt, wenn er das hört. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, kann ich nur unterschreiben. Also mein Liebling ist tatsächlich, wenn dann immer wieder in die Pathologie gegangen wird und dann die Gerichte aufgetischt werden und die diversen Kuchenrezepte. Das ist sehr schön skurril auf den Punkt. Also auch wie die Morde passieren, gerade am Anfang, wieder auch geröchelt wird. Das ist schon, ganz schön heftig.
Und ja, ist halt dieses typisch stingische, schwarzhumorige, was da drin steckt, ja, was er wirklich nicht verleugnen kann. Und das plus zusätzlich eben diesen Sprachwitz, den er damit mit unterbringt in jeder kleinsten Faser. Doch, das hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ist höchst skurril. Und ja, auch mir ging es tatsächlich so, dass das wieder was Eigenständiges ist. Und das rechne ich tatsächlich am höchsten tatsächlich an. Abseits von Friedrichsberg nochmal so ein eigenes Universum zu schaffen, mit sehr, sehr eindrücklichen Figuren, vor allem was die Ermittlungsarbeiter anbelangt. Das ist schon, hat mir auch sehr viel Freude gemacht, ja. Die Abteilung. Die Verfolgungsjagd am Ende ist super. Ja. Glaube ich, die langsamste Verfolgungsjagd, die in einem Krimi stattgefunden hat. Ja, das mag sein. Aber wunderbar, ja. Ja. Also es hat wirklich viel Hörenswertes, viel Schönes dabei. Ja, gönnt euch gerne, findet es natürlich im WDR-Hörspielspeicher und hängt euch rein. Macht es. Tja. Ja, und jetzt hat nicht nur der Anwalt geklopft, sondern wir sind auch mit dem Update durch. Na, das ist doch praktisch. Es passt wie Faust aufs Auge. Na, guck mal an. Genau. Dann haben wir gleich noch ein paar Nachträge für euch und natürlich die Gedöns-Kategorie mit News, Feedback und was da alles noch so ansteht. Und natürlich der Aufdeckung des größten Hörspielskandals aller Zeiten. Ja, genau. Das Rechercheteam aus Spiegel Online, ZDF Magazin Royal und Monitor hatten keine Lust, sich drum zu kümmern, aber wir haben es dann eben gemacht und ja, seid gespannt und ihr schnallt euch schon mal an, das wird haarig und die Welt wird eine andere sein, wenn ihr das gehört habt. Hast du aber dick aufgetragen. Heide, ja. Wartet's ab. Ja. Dann bis später. Bis gleich. Ciao.